Boah, Boah, ey, die waren ja richtig, die sind ja richtig sauer, Mann. Wow. Boah, sind die geil. Okay, muss ich nochmal probieren. Lilla ist auch geil. Kann ich Lilla nochmal probieren? War nicht sauer, aber. Die Zahnärztin wird dir danken. Das ist richtig sauer, Mann. Ja? Hab Zahnweh, aber es ist geil. Es lohnt sich, hat sich gelohnt. Das war laut geschrieben tatsächlich. Sehr anstrengend. Aber schön. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen, hallo. Bei diesem ultimativen Testvideo. Veganen Food Haul. Wow. Den wir bei Rossmann gemacht haben. Oder diesmal habe ich einkaufen. Du warst einkaufen bei Rossmann. Die Frage, die sich alle Menschen stellen. Wie war's? Wie war es bei Rossmann? Es war intensiv auf jeden Fall. Es war krass. Also ich bin am Anfang tatsächlich bei jedem Food Haul, auch bei dem, so ein bisschen überfordert, weil ich immer so denke, boah, will ich jetzt alles kaufen? Kaufe ich jetzt jede Sorte Milch, die Rossmann natürlich, da hat? Musst du eigentlich machen. Habe ich aber nicht gemacht. Oh ja, toll. Da habe ich Videos gemacht und deswegen, ich zeige euch, die werden ja auch noch eingeblendet. Johannes blendet die ein, der beste Mann der Welt. Rossmann ist nicht so übersichtlich wie DM. DM ist krass übersichtlich und noch ein bisschen besser gekennzeichnet, auch wenn man auf den Schildern auch bei Rossmann erkennt, dass alles vegan ist. Ja, das finde ich auch. Ich habe 100 Euronen ausgegeben für diesen Einkauf, also sehr viel, wie ich finde. Für euch. Für euch. Privat alles gezahlt. Genau, hol die Sachen gerne ab, wenn ihr die wieder haben wollt. Ja, das stimmt. Ich bin sehr gespannt. Also ich mag, magst du so, wie ist da Rossmann so, dein Gefühl bei Rossmann? Hast du ja schon gesagt. Ja, genau. Ich mag die immer auf jeden Fall lieber, aber ich fand Rossmann auch echt cool. Und eine Sache ist mir besonders aufgefallen und das ist, man muss bei Rossmann ein bisschen mehr aufpassen. Also ich habe ganz oft Sachen gehabt, ich dachte, ach, das ist auf jeden Fall vegan. Hab dann gelesen und dachte, ah, er ist vegan. Und dann ganz irgendwo klein, nicht fett gedrückt, stand Honig zum aber Beispiel. Aber da steht doch an den Etiketten, kannst du es auch sehen. Ja, aber die sind halt auch nicht so, es ist nicht so in your face alles. Okay, pass auf, dann sag ich, du sagst DM, ich sag Rossmann. Du magst Rossmann lieber? Ich mag Rossmann lieber als DM. Warum? Gefällt mir einfach. Ich gehe da so rein, das Licht finde ich gut. Hä? Ich mag die Beleuchtung. Achso, weil DM eure Chips nicht hat, ne? DM hat unsere Chips nicht. Ah. Ich müsste, glaube ich, nochmal einen genauen Vergleich machen, was ich geiler finde. Vielleicht könnt ihr unten einfach mal in die Kommentare reinschreiben, seid ihr Team Rossmann oder Team DM? Das würde mich also interessieren. Also ich muss einfach sagen, ich bin... Jetzt hör doch auf, dich zu beeinflussen. Ich bin einfach Team DM. Tut warum? Leid. Nee, sag nicht warum. Ich kann doch sagen, warum. Ich habe aber gesagt, sag's nicht. Warum nicht? Weil du gesagt hast, dass es für dich übersichtlicher ist. Ja, unter anderem. Okay. Ich finde auch, dass DM moderner wirkt, schöner, einladender. Ich finde das sehr. Ernsthaft? Ja. Ey, das ist ja ein persönlicher Ich habe sogar eine Freundin, die zu mir meinte, wir waren zusammen irgendwo in, wo was war denn, Dreharbeiten tatsächlich, die meinte zu mir, wenn sie einen Rossmann hat und ein DM ist 1 Kilometer weiter, geht sie lieber den Kilometer als zu Rossmann. Ist das wirklich so? Ja, und da dachte ich, okay, das finde ich ein bisschen übertrieben, weil ich finde Rossmann schon cool, aber auch zum Beispiel die Kennzeichnung von den Eigenmarkenprodukten, da ist DM noch einen Ticken weiter mit vegan und so. Aber in der Bio ist schon geiler. Ja, auf jeden Fall. Ich bin generell sehr happy darüber, wie veganfreundlich unsere Menschheit, wie heißt die nochmal, diese Dinger? Drogerien geworden sind. Stimmt, ja, es gibt ja mehrere auch. Und das Ding ist, um euch da einfach mal ein Bild zu geben, was bei Rossmann so geht, hat er Josh jetzt eingekauft und wir werden das Ganze begutachten. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ich hol's mal kurz. Ich war beim Sport, deswegen habe ich untenrum so eine komische Hose an. Bitte judge mich nicht. Ich wollte einmal kurz zeigen, was gleich auf euch zukommt. Hier ist ja noch mehr auch. Ja, meine Sporttasche habe ich auch noch Sachen gepackt. Und das ist alles oder ist das, wie viel Prozent sind das? Was glaubst du so von... Ich würde schon sagen, dass das 90% sind, weil ich habe dann zum Beispiel... Alles gekauft. Ich habe alles gekauft. Was ich nicht gemacht habe, ist, wenn es Milch gab, dass ich alle Sorten Milch gekauft habe. Soll ich einfach mal reinfassen und ja, bitte. In die Tüte, oder? Ja. Okay. Und, ach so. Na gut. Boah, das ist das. Ah, Süßigkeiten direkt. Vegan Trolli Dinorex. Dinorex hatten wir nicht schon? Ich glaube, die hatten wir und die waren geil, oder? Meinst du? Ich weiß gar nicht, ob es waren die von Trolli. Willst du die probieren? Ja, unbedingt. Ich habe schon Bauchschmerzen heute, weil ich nichts gegessen habe so richtig. Da passt sowas, glaube ich, ganz gut. Sieht nach einer gesunden Farbe aus. Bisschen sauer. Wie lustig ist das? Da steht ein bisschen sauer drauf. Die anderen schreiben immer ultra sauer und so. Und dann sind sie nicht sauer. Ist schon ein bisschen sauer und ist sauer. Sehr lecker. Mag ich. Geil. Vielleicht erstes Produkt und ich liebe es. Ich wusste, die habe ich für dich. Ein Knaller nach dem nächsten. Die habe ich für dich gekauft. Ein Knaller nach dem nächsten. Boah, sind die geil. Dinorex. Da muss man auch aufpassen, da gibt es auch welche mit Joghurt. Oder da gibt es auch welche mit Vollmilchschokolade. Genau. Nee, die sind geil. Die sind einfach nur geil. Wir sind jetzt ein bisschen selektiv in dem, was wir probieren, aber die kennt, glaube ich, kennen viele Menschen auch. Die sind sehr lecker. Sehr lecker. Die sind sehr lecker. Also auch die Dinger. Aber auch da kommen noch einige. Es kamen richtig geile Süßigkeiten noch. 2 10 von 10. Das ist das. Tortellini-Gemüse. Steht auch fettvegan drauf. Sind das Tortellini mit Gemüsefüllung oder ist das Tortellini aus Gemüse? Ich glaube mit Gemüsefüllung. Steht das nicht drauf? Da steht Tortellini-Gemüse. Aber hat Palmfett, oder? Bestimmt? Ohne Palmfett steht da. Nein!
Benutzt du solche Produkte eigentlich hier, so eine Fertig? Nein, also manchmal. Ich habe tatsächlich letztens bei Schweinatura gab es so Dinger, die habe ich mal probiert. Und dann habe ich danach. Ja, die waren vollkornig. Und danach habe ich gedacht, Hätte man auch anders machen können. Hätte man auch einfach lassen können. Ich weiß nicht, also irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir gab das jetzt nicht so viel. Also ich fand jetzt den Unterschied zu normalen Nudeln und der Aufwand ist größer und das ist mehr Plastik und so. Hast du die schon mal nicht so doll geschmeckt habe, weil meine Soße so intensiv geil geschmeckt hat. Wirklich intensiv geil? Was sollte denn drin gewesen sein? Welche Füllung? In den Tortellinis oder in meiner Soße? In den Tortellinis. In den Tortellonis. Dies war auch Gemüse gewesen. Ja, siehst du, das ist nämlich das Ding Steinpilze. Steinpilze wäre geil, das stimmt, ja. Gutes Produkt auch. Gutes Produkt. Streichwurst. Vegane Streichwurst auf Basis von weißem Bohnen. Fand ich irgendwie, ja, ich auch. Fand ich nämlich irgendwie auch ganz spannend. Das wirkt ja so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Wie Wurst Aufstrich. Ja. Vegane Sag mal. Schmeckt nach Wurst, nach Streichwurst. Findest du? Schmeckt also ich finde es lecker, Leberwurst. Ich finde es lecker, schmeckt ein bisschen leberwurstig, aber ich finde es, also ich finde es gut, ist lecker. Das ist Leberwurst. Schleberwurst, hä? Schmeckt aber auch ein bisschen pilzig. Star Wars Musik einmal? Okay, nee, irgendwas, was ich kann, weiß. Star Wars. Ja, Sound. Was haben wir hier? Wir haben hier die wundervollen Chips von El Origin Foods. Meine Güte, die habe ich letztens gegessen aus Versehen und ich habe gedacht, wow. Ja, was Gon damit sagen möchte, das sind die Chips, die er selber herstellt. Also er stellt sie selber her. Das ist seinen Chipsunternehmen. Genau. Ist das. Und die sind jetzt auch bei Rossmann tatsächlich, mit den beiden Sorten. Ja. Mega geil. Wir probieren sie nochmal, weil sie jetzt bei Dings sind, weil sie bei Rossmann. Ich persönlich liebe die Bananen, ich liebe aber auch die Bananen-Paprika. Ist die bei Rossmann? Nein. Schade. Da gibt es tatsächlich die beiden, aber die sind auch. Schmeckt es gerne mal aus. Ich hasche es, weil ich immer wenn ich Chips. Boah. Bruder, was ist hier denn? Was ist denn hier passiert? Feuer kam. Hammer. Die Besonderheit bei den Chips ist ja auch, dass ihr sehr auf Direct Trade und so achtet und vor allem euch für die Rechte von den FarmerInnen in Ecuador einsetzt und das Thema Bio da auch pusht. Weil ich war ja auch mal da und wir waren zusammen da und gesehen, was konventionelle Bananenproduktion bei Ecuador ist, glaube ich, der größte Bananenhersteller, Exporteur, Wahnsinn. Und das sind dann so kilometergroße Felder und die benutzen für die Bananen so Plastik. Säcke. Also die machen einfach Plastiksäcke darum als Insektenschutz und knallen noch Pestizide da drauf. Und diese Plastiksachen, die werden einfach am Ende runtergeschmissen. Da liegt alles voll mit Chips überall. Voll mit Plastik tatsächlich. Da ja, das ist richtig übel. Deswegen ist Bio so wichtig, weil die dann keine Plastiksäcke benutzen dürfen. Keine Pestizide. Keine Pestizide. Und das ist halt echt, war mir auch tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, die meisten Menschen wissen, es ist ja auch bei ganz normalen Dessertbananen so, ne? Das ist jetzt nicht nur bei den Bananen ja. So. Plus, was ihr nicht wusstet, ihr habt, falls ihr das Video nicht gesehen habt von uns, 11 Dinge, von denen ihr nicht wusstet, dass sie nicht vegan sind. Nicht-Bio-Bananen sind oft nicht vegan, absolut, weil sie mit einem aus Schalenfrüchten enthaltenen, beziehungsweise extrahierten Zeug gesprudelt Positiv. Werden. Richtig krass. Können wir auch nochmal verlinken. Hier haben wir einen Haferdrink mit Kalzium. Schmanalzium. Wichtig. Guck mal, wir haben hier, das gab's, es gab echt viel und es gab vor allem von denen ja auch echt eine große Menge. Von denen, ja, gibt es sehr, sehr viel. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich stand heute vor diesem riesen Regal und habe so geguckt, unten, das ganze untere Regal war voller Milchalternativen und ganz links außen unten war die Kuhmilch. Und es waren, glaube ich, nur zwei, also... Welche von denen kennst du? Kennst du die? Ja. Die haben wir schon getrunken. Ja. Die willst du probieren? Auf jeden Fall. Ich will beide probieren, tatsächlich. Die, wie gesagt, wirst du lieben, weil für Smoothies oder so. 60 Gramm pflanzliches Protein. Für Smoothies, du wirst es lieben, weil es ist so dickflüssig, ja. Ich weiß nicht, ob ich es so trinken würde. Mhm. Aber für einen Smoothie, ich schwöre dir, das ist für mich wie... Also kein Smoothie mehr ohne das Zeug. Ist das mit... Das schmeckt so schokoladig. Ist das mit Schokolade? Muss mal richtig schütteln. Auch direkt mit dem Maul dran und so, ne, heute. Das sieht aber... Schmeckt aber gut. Ein bisschen komisch schmeckt schon, weil man merkt, dass da Protein drin ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Erbsenprotein ist oder so. Ich weiß es nicht genau, aber es schmeckt auf jeden Fall... Erbsenprotein steht da drin. Ja, guck mal. Ja, aber Erbsenprotein hat schon irgendwie so ein bisschen... Man schmeckt es raus, aber ich finde es nicht schlimm. Schmeckt nicht so doll nach Hafer. Mach das mal ins Smoothie rein. Ja, mach ich. Und ist natürlich 60 Gramm Protein auf 100 Gramm ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Finde ich cool. So, was haben wir denn da, Junges? Wir haben einmal Tofu-Bratwurst aus reinem... Also nur Tofu und ein bisschen Weizeneiweiß. Und dann haben wir Tofu-Seitan-Wieners. Und dann was mit dem Space Jam? Und dann haben wir so ein Gerät, glaube ich, was man so Veggie-Snack. Ja, das ist geil. Seitan, Weizeneiweiß, ja. Wollen wir probieren? Ja, bitte. Boah, uns wird es heute nicht gut gehen, ey. Mir geht schon nicht gut. Einfach oben. So? Ja, ja. Oh. In der Tat. Boah, ist das fettig. In der Tat. Nee, das ist Wasser. Ich mal. Ah, mach ich nicht. Geil Gewürz. Mag ich. Doch, mag ich auch. Das reicht, ja, mag ich auch. Sehr salzig. Boah. Nee, ist mir zu, boah. Zu salzig, ne? Das ist zu salzig, Mann. Was ist los mit den ganzen Veggie-Snacks? Die müssen irgendwie Geschmack... Also was ich halt wirklich gar nicht mag, und das wissen alle Leute, die also Videos von uns ein bisschen gucken, ich mag überhaupt nicht die Konsistenz von Seitan. Ich finde die halt sehr gummihaft. Ja. Aber wenn das richtig geiler Geschmack ist, ist es okay. Das ist aber viel zu salzig. Aber die Würze ansonsten ist geil, ne? Ist ein bisschen Raucharoma-mäßig. Räucherpaprika. Mhm. Gott mag's.
So, da habe ich jetzt nicht so Lust, die zu probieren, nee. Aber die werden bestimmt auch irgendwann nochmal getestet von auch uns. Bio-Qualität. Qualität? Ja, aber ist doch geil, oder? Dass man auch im Discount sowas kaufen kann. Du willst mich verarschen. Glutenfrei Gnocchis. Schnaganadadadol. Mit Quinoa. Gnocchis. Was? Ja. Mit was für Quinoa? 10%. Was für Quinoa? Aus Sardinien. Sardinien. Nistan. Dreh mal um. Boah, toll. Glutenfrei, ne? Ist ja so ein Ding, ne? Für Leute, die nicht. Ja, ich. Magst du Gnocchis? Ja, ich liebe Gnocchis. Ich auch. Sagst du Gnocchis, Gnocchis oder Gnocchis? Ich sag Gnocchis. Ich sag Gnocchis. Ich sag Gnocchis. Einmal bitte die Gnocchis. Ja, ich glaube, man macht sich auch immer sehr beliebt mit. Einmal die Gnocchis bitte. Die Gnocchis. Einmal die Gnocchis bitte. Die Gnocchis bitte. Chonkos. Kokos Cookies. Conchis. Toll, wow. Weiß ich gesagt gar nicht, was ich hier gerade zeigen soll. Ah, hier vielleicht die Zutaten nochmal. Sind die vegan? Steht vorne drauf, ja. Aber sind die wirklich vegan? Vegan und laktosefrei. Ich hab. Hast du Bock, die zu probieren? Nein. Ich auch gar nicht. Überhaupt nicht. Kriegen wir dafür Ärger von der Community? Vielleicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie verzeiht uns. Wir können das nicht alles essen. Nee, wir haben für 100 Euro. Ihr wisst, das ist einfach so viel. Wir werden noch ein paar Sachen auf jeden Fall probieren. Kein Bock, die zu probieren, aber nasch direkt danach ein Dino. Du musst doch aus taktischen Gründen sowas schon mal warten. Jackfruit in Currysoße. Ich bin sehr neugierig, das zu probieren tatsächlich. Gut, sieht nur so mittelmäßig aus. Aber weißt du, woran das liegt? Weil du das auch so herzlos irgendwie angrapscht. Also wirklich angrapschen. Wie kann man das so machen? So machst du. Kannst du bitte aufhören, mich einfach niederzumachen? Ja, bitte? Recht. Entschuldigung. Danke schön. Ich werde das nett formulieren. Das ist ja nett. Kannst du bitte beim nächsten Mal das ein bisschen ordentlicher präsentieren? Ja, ist gut. Und wie würdest du das jetzt essen? Immer. Immer werde ich passiv-aggressiv von dir gemobbt. Wie würdest du dich jetzt essen? Ich würde das im Kochen. Also kochen. Anbraten, schätze ich. Kochen Wasser. Fertig in 5 Minuten. Aber ich würde das wahrscheinlich zu einem Reisgericht machen, oder? Ja, würde ich auch machen. Den Beutel für 5 Minuten im Wasserbad erwärmen. Wasserbad mag ich nicht so wegen der Plastikscheiße. Nee, aber nee, das mag ich überhaupt nicht. Sowas mit Plastik kochen. Nee, das mag ich auch nicht. Nee, das machen wir nicht. Schmeiß ich auch weg. Alter, was ist denn das hier bitte? Das ist vegan. Alter, mega geil. Hitchies. Das ist ja geil. Saure Schnüre. Dich kriegt man mit sowas auch sofort, ja, ne? Findest du das nicht toll? Doch, deswegen habe ich die auch gekauft. Mach die mal auf, die Schnüris. Nicht, dass ich Bock habe, die jetzt zu essen. Ne? Doch, hast du. Ja, hab ich. Natürlich, kenn ich doch. Ey, wie geil, ey. Da kann man richtig so mit auch aktiv irgendwie so Sachen machen. Misophonie, Triggerwarnung. Schmeckt genauso nach Chemie, wie es sein muss. Boah, die finde ich aber nicht so geil, muss ich sagen. Oh. Nee, finde ich auch nicht so geil. Die sauren Dinger finde ich viel geiler. Aber vielleicht muss man der ist gut. Guck mal, die sind besser. Vielleicht muss man da so einen Zopf draus machen. Ja. Ist lecker, doch, ist lecker. Und nochmal ein Vergleich zu dem hier. Die Dinos mag ich wirklich gerne. Ja, die Dinos sind besser. Willst du? Ja. Ja, ich muss jetzt nicht. Ich hätte es gemacht. Ich weiß. Warum? Einfach als Kontrast, das ist halt auch nicht, das ist noch die Haferkokos. Ich meine mich jetzt nicht ab, aber ich sag's nochmal, falls ihr keinen Bock auf Kokos habt, gibt's auch ohne Kokos. Ja, ich wollte es einmal zeigen. Finde ich gut, die Varietät, sagt man ja. Weil ich bin zum Beispiel nicht so der Kokos. Ich bin auch nicht Chonkos-Fan. Ich hätte einen Hafer, dann hätte ich den auch gekauft. Aber es gibt auch die. Ja. Aber unterscheiden sich, falls ihr nicht wisst, welcher ist was, auch an der Farbe. Grün. Grün versus blau. Grün. Was ist das? Ich glaube, das ist für Menschen, die viel reisen und einfach morgens was Gesundes brauchen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn man so viel unterwegs ist und du hast ein heißes, gießt einfach heißes Wasser oder Milch rein. Ach, das ist aber geil. Das ist schon cool, weil sonst ist es ja eher unnötig, muss man sagen. Du immer weil ja, ist ja schon Müllerzeugung für ein Porridge jetzt, ne? Ja. Aber cool, ich find's halt cool für Menschen, die reisen. Ich find's cool, dass man die Option hat. Als ich bei den Dreharbeiten jetzt war, ne, ohne Scheiß, da gab's so ein Kackessen. Also doch, schon irgendwie Kackessen. Ja, ich glaub, und manchmal gab's auch gar nichts. Und es war für mich echt geil, wenn ich dann in Rossmann oder sowas reingegangen bin und mir sowas holen konnte und morgens einfach heißes Wasser drüber gieße. Das ist jetzt auch nicht das Beste der Welt, aber es ist cool. Es macht halt vegan immer zugänglicher. Das ist das, was ich so toll finde. Ja, dann nehmen wir doch gleich auch nochmal ein Saatenbrot von Inner Bio. Life-Changing Bread heißt das. Warum ist Life-Changing? So, wie das müssen du? Die mir sagen, nicht ich. Steht das drauf noch? Das steht hier, Life-Changing ja, Bread. Ja, aber warum ist Life-Changing? Ja, das ist die Frage. Ich gehe mal davon aus, weil das so krass ist. Dreh das mal um. Wie unser Dominion-Video. Ist auch Life-Changing. Vielleicht steht irgendwo nochmal ganz kurz, warum jetzt hier. Nee, also das ist ja so wie dieses Powerbrot ja, von der ja, Amazon. Die sind an sich total lecker, solche Mischungen. Da ist wirklich, das ist echt geil. Ich weiß warum. Alpha-Linolsäure. Hast du, kennst du? Mhm. Ist da nämlich auch drin. Leinsamen wahrscheinlich einfach, ne? Nee, Alpha-Linolsäure. Das ist Alpha-Linolensäure. Ja, nochmal Aufstrich. Den habe ich vergessen, dass ich den eigentlich wieder raustun wollte, weil ich fand den Brustaufstrich spannender, weil sonst gibt es halt einfach ganz viele Aufstriche auch. Linsenliebe, es gibt auch Bärenliebe. Du willst mich verarschen, Brownie. Ja, eine Brownies-Backmischung, die und steht linked auch ohne Milch und Ei. Ja. Ja, also du kannst ja ohne Milch und Ei machen, dementsprechend ja. Wow. Ja,
Ja, ja, auch das, mega cool. Und ich habe, also gerade wenn man so, ihr habt so Verabschiedung bei der Firma, ihr habt den Job gekündigt, weil keiner euch mag oder sonst irgendwas. Weil ihr was Tolles machen wollt. Ey, das Ding ist, was ich mir da immer frage, ne, bei diesen Dingern, wie schwer ist es, das Brownie selbst zu machen? Ich meine, ich kenne die Antwort, ne, weil ich selbst Brownies gemacht habe in meinem Leben vielleicht, aber ist naja, nicht so. Es ist natürlich immer besser. Du brauchst Schokolade. Aber ganz ehrlich, es ist nicht so leicht, es ist so schwer. Brownies. Du brauchst sowas Schokolade, ja. Eine Form, ja. Milch. Aber die Form brauchst du hier auch? Du brauchst auch, ey, wieso, du kannst einfach eine Schüssel nehmen. Kannst du die anderen auch? Ja, dann hast du ja, okay, haben wir es geregelt. So. Chilis in Carne. Ja, das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen, weil, also auch, ich bin jetzt nicht so der Dosen-Fertig-Essen-Esser, aber ich finde es cool, dass es diese Option gibt. Und ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Ich bin ja großer, ich weiß nicht, wie stehst du zum Thema Chili? Liebe ich Chili. Ich auch. Hammer. Komplett. Hammer. Liebe aber da Chili muss man auch aufpassen, wenn du ein geiles Chili hast. Unser allererstes Kochrezept, was wir bei Veganism gemacht haben, war Chili, oder? Nee. Pasta? Pasta mit Brokkoli-Cremesoße, ne? Eins aber von beiden. Chili sind keine ganz am geil. Anfang. War auf jeden Fall eines der ersten Rezepte, die ich gut konnte, als ich vegan geworden bin. Oh. Haben die nicht auch einen sehr hohen Rang bei uns, ja, abgesahnt? Haben die natürlich, weil die einfach die besten sind. Aber die können wir jetzt nicht essen. Mhm. Gut, du isst sie trotzdem jetzt nochmal. Du bist auch völlig durchgedreht. Ich hab die anders in Erinnerung. Ja, früher waren die geiler mit Gelatine, ne? Aber du hast recht, früher waren die irgendwie wirklich so mit Salz und so. Du hast das Gefühl, dein ganzes Salz. Boah. Du hast einen Salzstein im Mund. Mhm. Geil. Hier, Chonko. Raw Chocolate vor allem. Das ist arschteuer. Ja, geil. Wie viel Prozent Chocolate? Mindestens ja, 70%, okay. Ja, okay. Acerola-Pulver. Acerola, hey. Corolla? Acerola. Willst du es probieren? Nee. Nee, ich auch nicht. Ich aber cool. Soll ich es haben? Ja, nochmal was rausholen hier. Wow. Guck mal, ich hab nochmal, das einmal nochmal, das fand ich auch geil. Nee. Ja. Du willst mich doch, mach ja. Mal auf. Jackfruit Burger, Leute. Es gab Jackfruit Burger. Ich muss mal kurz, ich mach's einmal auf. Muss ich das auch in diesem Plastikding da kochen oder kann ich es anbraten? Die musst du in dem Plastikding anbraten, weil das hier macht extra Flavor. Zeit. Aber geil, oder? Also die werde ich wahrscheinlich sehr zeitnah mal probieren. Und damit habe ich auch gerade entschieden, dass die bei mir bleiben. Ja, ist okay. Das ist übrigens jedes Mal danach irgendwie das Essen aufteilen. Zwei Patties für ein Veggie-Luja. Aber auch krass, dass jetzt irgendwie Jackfruit auch, das ist ein Zeichen dafür, dass die vegane Bewegung, es passiert einfach was, Leute. Es passiert einfach was. Hauptsache es passiert was, sag ich immer. Zopo, hey, richtig Zopo. Alter, das ist guck mal, hier stand 100% Veggie, dieses Produkt ist 100% vegan. Darunter. Das sind, aber da habe ich schon Angst vor, weil kennst du diese Dinger, wenn da noch was Weißes drin ist, sagst ja. Du immer so, nee. Du magst ja, das? Ich, nee, ich auch nicht, eigentlich. Aber ich bin trotzdem auf jeden Fall neugierig, die zu probieren. Du auch? Klar, Mann, was denkst du denn? Dafür bin ich hier. Welche Farbe möchtest du? Nee, boah! Riecht aber. Boah, Alter, uff, das riecht aber so, keine Ahnung. Das holt mich nicht ab. Boah, das riecht nach Chemiefabrik. Aber sowas von, nur ein gutes Zeichen. Wollen wir eigentlich time? Ja, machen. Oh! Weißt du, die erinnern mich an ganz krass an eine Sache. Boah, die sind lecker. Ich kenne die noch als Vierecke mit so Weiß dazwischen. Gut, ne? Gut, aber schmeckt auch hart irgendwie. Ne? Das Weiß ist schon auch übel. Das ja. Ist schon hart irgendwie. Boah, da also könnte ich einen von essen und dann ist Schluss. Ich habe schon ein Herzrasen. Willst du noch einen? Nee. Sollen wir mal Protein eigentlich testen? Was hältst du davon? Finde ich gut. Wurde auch schon diverse Male vorgeschlagen. Von wem? FollowerInnen. Zeig mal, was du da hast. Es gibt veganes Protein bei Rosselmann. Das sieht aber sehr merkwürdig aus, dieses Protein, ne? Ja, aber ich kann nicht handeln, ne? Für alle, die es nicht wussten, Wellmix-Sport ist mit Handeln. Wellmix? Kannst du mir mal ganz kurz sagen, wie viel Protein sind das jetzt auf 100 Gramm? Das sind 80 auf 100 Gramm. Weil wir haben ja hier in der Milch 60 Gramm. Ja, und hier Proportion 17 Gramm. Also aber du kannst ja ein sneaky kleiner sein und das mit dem mixen. Genau, das mache ich zu Hause immer. Ist das zu viel eigentlich? Man sieht es, weil ich habe sehr breite Shirt an. Es ist wirklich, ich bin mega breit geworden. In alle Richtungen. Ja, okay, das hatten wir schon ein bisschen, deswegen hole ich es einmal kurz raus, weil es... Jackfruit hast du denn da? Jackfruit Natur, ohne alles, finde ich immer geil. Okay, komm mal, jetzt das muss man jetzt... Also, wir haben ja schon gezeigt, es gibt hier einen Chili Sin Carne. Genau, ich habe einfach beide gekauft. Und es gibt einen Linsentopf. Beide vegan. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Linsen und Chili? Ich habe noch Roggenvollkornbrot. Es gab ganz viele verschiedene Brotdinger noch. Ich bin jetzt nicht so der krasse Fan von diesen Broten, weil ich die immer recht trocken finde. Die erinnern mich so an Flugzeug. Weißt du, woran die mich erinnern? Flugzeug. Ganz früher, wenn man geflogen ist, ne, da gab es doch immer diese Brote. Die fliegt nicht. Macht überhaupt keinen Spaß heute. Da gibt's, welche Brote gibt es da? Ja, diese in klein, so Pumpernickel oder stimmt, sowas. Stimmt, ja, das geht immer dazu noch. Ja. Jetzt hast du recht, Pumpernickel. Hab die früher mal mit Butter und so. Das ist auch ein gutes Brot eigentlich, oder? Das ist gut, ja, aber meistens ist es halt trocken. Es fühlt sich halt schon trocken an. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Oh ja, ein veganer Proteinriegel. Ach, Proteinriegel, wie viel Protein hat er? Von Rossmann, Eigenmarke. Datteln und Reissirup an erster Stelle. Ach. Pro Riegel, 8 Gramm. Ist jetzt nicht so krass viel, aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich den nicht geil finden werde. Also wenn Datteln und Reissirup an erster Stelle stehen, ne? Dann ist das sehr süß. Da wird Papa wieder sagen, das ist zu süß. Deswegen probiere ich den jetzt mal nicht. Team, alles ist zu salzig, bist du doch eigentlich jetzt. Früher war... Ja.
Kokoswasser, mag ich richtig gerne. Ja, aber es schmeckt nicht immer gut. Nee, ich finde das von Koro ist das Beste. Von Koro? Ja. Hä? Das Allerbeste von Koro. Es gibt Kokoswasser von Koro? Das ist das Allerbeste. Wenn ihr wollt, Leute, Koro, Riesenverpackung, ihr kriegt 5% Rabattcode mit uns, ist unten eingeblendet. Johannes blendet, der gute Mann blendet den Code auch nochmal ein. Und ich muss die auf jeden Fall mal bestellen. Gut, ich finde das nicht schlecht, also wenn es kalt ist. Aber das von Koro ist das Beste, wirklich. Das ist, ich trinke das von Koro und ich habe das Gefühl, ich trinke direkt aus einer Kokosnuss. Das ist auch nicht schlecht. Das schmeckt nach relativ wenig. Es gibt schlechtere als die. Ja, auf jeden Fall. Aber das Beste ist Koro. Darf ich sagen, dass ich die Art und Weise, wie du das trinkst, ganz schön abartig finde? Ich mache das richtig, also mal ganz kurz, einmal kurz von der Seite zeigen, wie Gordon das macht. Glaubst du, dass ich meinen Mund so aufmache? Ich mache ganz normal so. Das ist einfach... Ich weiß auch nicht, was heute mit ihm nicht stimmt. Ich bin heute richtig aufgeregt, Mann. Ja, ich hatte heute einen scheiß Tag, Mann. Ey, ich sag dir eine Sache, ne? Das Wetter hier, ich weiß nicht, was es ist, aber ich die ganze Zeit sitze ich in meiner eigenen Soße. Wirklich den ganzen Tag. Ach, das ist das. Ich dachte die ganze Zeit, das ist der Mandel-Sesam-Tofu. Aber was bist du? Was ist denn das Mandel-Sesam-Tofu? Und ich. Das ist Bio-Mandel-Nuss-Geräuchert-Tofu von Ena Bio. Muss ich jetzt auch nicht nochmal zeigen. Haben die auch Räuchertofu? Die haben auch Räuchertofu gehabt. Ich habe jetzt einfach nur eingekauft. Die haben ganz viel, also auch normalen, glaube ich, Tofu gehabt. Ich finde es einfach auch da wieder cool. Geh zum hier Rossmann deiner Wahl, zum DM deiner Wahl und du kannst solche Sachen kaufen. Überall. Es gibt einfach keine Ausreden. Wenn es heute einen Laden gibt, der keinen Tofu hat, dann hat dieser Laden auf diesem Planeten nichts zu suchen. Nichts mehr. Das ist wirklich absolut lächerlich. Wo leben wir in der Steinzeit? Planet der Affen. Wir sind ja genau auf dem Planet der Affen. Guck mal, das finde ich noch ganz cool. Das sind doch aber keine Proteinballs, oder? Doch. Bei Dossmann? Steht doch drauf. Proteinballs. Das ist schon ein sehr spezielles Produkt. Cashew und Kakao ohne Zuckerzusatz. Das sieht aber gut an. Weißt du, was ich spannend finde, was ich in letzter Zeit auch bei Rossmann, habe ich vorher noch nicht so in der Form erlebt, ist, da steht dann drauf, warte, Laktosegehalt unter 0,1 Gramm pro 100 Gramm. Ich weiß nicht, also irgendwie komisch, aber ja, es ist veganisch. Was heißt das denn? Liegt das daran, dass die, also das ist keine Spuren enthalten und dann... Ich glaube, das kann Spuren enthalten und das ist unter 0,1 Gramm, bedeutet im Zweifel auch nicht nachweisbar. Das ist wahrscheinlich das wie kann Spuren enthalten von... Müssen wir auch nicht nochmal zeigen, habe ich schon tausendmal gemacht. Die Oreos, die aus Versehen vegan sind, kennt ihr eigentlich das Meme dazu? Ich habe noch mal ein bisschen Sülze für dich. Vegane Früchte von Rossmann, die gab es auch nicht vegan von Rossmann. Bro, also da muss ich sagen, Bro. Sehen nicht cool aus. Ja, da muss ich sagen, da feiere ich jetzt nicht so diese Früchte. Kann aber sein, dass die geil sind. Ich probiere die jetzt aber. Okay, dann machen wir. Einfach, weil wir heute alle Süßigkeiten probiert haben. Mach deinen Mund auf. Nee. Konsistenz ist so, wenn man durchbeißt und direkt durchgleitet und gar keinen federnden Widerstand hat, sondern dieses... Das ist einfach, nicht so meins. Aber es gibt Menschen, die mögen das vielleicht. Gelantig, würde ich es beschreiben. Das ist super verrückt, Mann. Ja, Faltenbrot. Ich habe absolut keinen Plan, was das ist. Sieht gut aus. Das gute Falten. Gelingsichere Backmischung. Individuell süß oder herzhaft füllbar. Geil. Ganz ehrlich, kannst du das ausprobieren und mir sagen, wie das war? Aber 40 Minuten, mit Ofenzeit halt, ne? Die Leute müssen daran arbeiten. 40 Minuten. Krasser? Nee, reicht für 4 Personen. Okay. Ja, sehr gut. Du bist echt schlau. Sonnenblumenhack. Finde ich geil, dass Rossmann das jetzt anbietet. Es gibt die von einer anderen Marke, die sind aber sehr, sehr teuer, auch wenn die super sind. Aber super teuer, also 4 Euro für 200 Gramm, glaube ich. Und Rossmann ist auf jeden Fall ein Ding günstiger. Kurze Frage, warum ist Sonnenblumenhack jetzt geiler als normales Sojahack? Keine Ahnung, ist einfach eine Alternative. Ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, warum es geiler ist. Das wäre geschmacklich. Aber ich würde sagen, von der Konsistenz her ist es ein bisschen anders. Zeigt doch irgendwie auch, dass die Nachfrage da ist und dass Menschen versuchen, Alternativen zu finden. Und manchen Soja ist ja auch, ich habe 20% der Menschen vertragen Soja nicht. Insofern ist doch cool, dass es sowas auch gibt. Dann gibt es noch, das zeigen wir jetzt nicht in der Nahaufnahme. Falafels. Eine Falafelmischung. Auch geil, habe ich jetzt am Wochenende tatsächlich auch wieder gemacht. Einfach irgendwie Wasser rein, kurz quellen lassen. Ich habe es im Ofen gemacht, wenn man es fettfrei machen möchte. Man kann es natürlich auch anbraten. Hat super geklappt, war richtig geil, easy, schnell. Du hast die schon mal gemacht? Falafel. Nee, ich habe tatsächlich die Mischung von Anatura genommen, aber ich werde die als nächstes ausprobieren. Oh, sehr gut, bin ich sehr gespannt. Muss mal berichten. Knäckebrot! Was war das denn? Knäckebrot, ist das ein Thema bei dir? Bei mir ist ein Thema vor allem, dass wir gerade Pride-Wochen in Hamburg haben. Hey, ich wollte noch mal dran erinnern, geht mal Pride machen. Wie macht man Pride, ganz kurz einmal? Man geht auf den CSD und unterstützt und informiert sich vorher über die Geschichte des CSD und wie man sich als nicht betroffene Person am besten verhält, wie man unterstützen kann, was man tun kann, wo man spenden kann, welche Filme, Serien man unterstützen, gucken kann, welche queeren InfluencerInnen man folgen sollte, supporten sollte, liken, teilen, was auch immer. Ja, wir haben hier auf jeden Fall Knäckebrot, wo wir gerade beim Thema Pride sind. Weil knackig, ne? Super, hey. Dann haben wir, also so Müsli-Gedöns haben wir jetzt hier nochmal. Einmal Sojaflocken, fand ich irgendwie ganz spannend, weil das hatte ich so jetzt noch nicht gesehen. Kenne ich gar nicht. Und Superfood-Topping. Was ist Superfood-Topping da drin? Ich sag mal, ist ein bisschen unnötig, aber kann man machen. Also es ist Goldleinsaat geschrotet, Quinoa-Vollkornflocken, Chiasamen, Kürbiskerne geschrotet, Dattelstücke, Goji-Bären, Hanfsamen, Feigenstücke und Reismehl. Geil. Kann man machen, muss man nicht. Aber es ist natürlich cool, dass man so eine Mischung hat. Die Mischung macht, sagt man, glaube ich. The Mischung makes it, yes. The Mischung makes it all. Warte, ich hab hier
was, das haben wir noch gar nicht gehabt, das ist ja richtig toll. Digga, was ist das denn? Das ist das? Okay, warum haben wir das nicht vorher geholt? Weiß ich nicht. Die Leute werden sagen so, hä, damit habe ich gar nicht gerechnet mit so einem Produkt. Ja, ich nämlich auch nicht. Und dann habe ich das gesehen. Und ich habe es gar nicht gesehen, ich dachte, das wäre deine Schuhe. Das nämlich, das gibt es nämlich auch als, wie heißt das? Peanut Butter? Ja, es gibt es auch als nicht crunchy, als in Smooth. Und es ist ohne Palmöl. Perfekt. Ja, das ist ja geil. Ist aber mit Salz, ne? Ja, ich mag Salz. Ja, ich mag also tatsächlich sowas lieber pur. Aber es riecht schon sehr. Wow! So muss das riechen, Mann. Boah, krass. Null Rücksicht auf MisophonikerInnen da draußen, aber gut. Entschuldigung. Ja. Worauf isst man das jetzt? Brot. Oder einfach so, ne? Oder? Achso, hab ich jetzt hingelegt. Zum Beispiel auf diesen Crackern mit Sesam. Nee, aber die sind echt lecker. Die habe ich letztens, waren wir unterwegs. Da war ich mit Julian von Pflanzlich Stark unterwegs. Wir waren im Lebenshof und dann Julian hatte der als Lifesaver das auf dem Rückweg mit. Und ich muss sagen, probier die mal, die sind wirklich lecker. Kann ich da ein bisschen von den Dings drauf haben auch? Nee. Wieso nicht? Guck mal, ich nehme die Hälfte so. Will mal. Gut, ne? Ist gut. Finde ich lecker. Gib mir mal die. Bitte. Und den Löffel bitte. Ja, die sind ein bisschen zu trocken. Das sind Cracker, die sind immer trocken. Ja, aber du kannst ja Cracker pimpen, weißt du? Ja, so. Cracker-Pimper nennt man das, glaube ich. Pimp-Cracker. Pimpel-Popper. Boah. Gut. Das mag ich. Sehr gut. Viel ist es nicht mehr. Nee. Backpulver. Fand ich einfach ganz cool, dass es irgendwie auch von der Eigenmarke von Rossmann gibt. Was macht man mit Backpulver außer Brot? Kuchen? Ich mache tatsächlich das in sämtliche Teigsachen, die ich reinmache. Also wenn ich mir selber Brot mache, wenn ich selber Pizzateig mache, wenn ich selber Quiche oder so mache, einfach um den Teig ein bisschen fluffiger zu machen. Ich auch. Ist gelogen. Aber man kann das auch noch irgendwas von anders braucht man auch Backpulver. Das hatte ich letztens gemacht, irgendwas. Ah, Franzbrötchen habe ich gemacht. Ah, vegane Kokos-Schokolade. Vegane Kokos-Schokolade. Ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht, Kokos holt mich nicht so ab. Nee, mich auch nicht. Aber es ist schon krass. Also ich meine, wie das hier aussieht. Eine Sache haben wir noch. Aber eine ganz besondere, nicht irgendeine. Es gibt mehr Süßigkeiten. Ja, das ist, gab echt sehr viele vegane Süßigkeiten, ne? Mhm. Danke dafür nochmal. Für die Süßigkeiten? Nee, für das appetitliche Trinken. Fruchtgummi. Fruchtgummis. Wenn mehr. Es Fruchtgummi gibt, Hitchi, sind die immer dabei. Spinnenbeine. Warum würde man denken, dass das schön ist, vegane, also saure Spinnenbeine zu nennen? Ich ob gräubelt oder weiß, und wo sie immer auch sind, sind alle mit heiß. Ich weiß nicht, was ich da singe. Unsere Bratwurst. Ach, jetzt weiß ich, was ist Bratmaxe. Hä? Nein. Wow, Das Beste kommt zum Schluss, Mann. Boah, die waren ja richtig, die sind ja richtig sauer, Mann. Boah, sind die geil. Okay, muss ich nochmal probieren. Spinn oder Pinball? Oh, Lilla ist auch geil. Kann ich Lilla nochmal probieren? Die finde ich viel besser als die Dinos. War nicht sauer, aber. Boah, die sind richtig. Die Zahnärztin wird dir danken. Morgen ist Zahnreinigung. Hast du morgen? Boah, ist das sauer. Das ist richtig sauer, Mann. Ja? Hab Zahnweh, aber es ist geil. Das lohnt sich, sagen wir so. Hat sich gelohnt. Ich würde gerne meine Zähne rausnehmen lassen und nur die Dinger, weißt du? Und die ganze Zeit so machen. Ist das eklig? Das ist komisch einfach. Das ist nicht schlimm. Komisch bin ich so oder so. Das stimmt. Cool. Ich würde sagen, Bauchschmerzen. Ich hab's geschafft. 3 Stunden später. Ja, Bauchschmerzen habe ich auf jeden Fall. Ja, alles klar. Ich bin sehr, also Fazit, Rossmann ist krasser Scheiß. Rossmann hat sie richtig krass abgeliefert. Vom allerfeinsten. Ja, ich würde sagen, also das einzige, CM ist für mich immer noch minimal besser, aber haben wir den heute trotzdem, schon gemacht, ja, haben wir. Und der war nicht so happy, ne? Der war, hä? Doch, waren gut? Wir waren richtig gut. Wir waren richtig happy damit. Besser als der? Ich würde sagen, ja. Das war auch noch teurer. Das ist also ein Argument, oder was? Ist teurer? Nee, weil es halt mehr gab. Noch. Wissen wir doch gar nicht. Doch, ich war da. Ich habe Holz gemacht. Weißt du was? Lass uns das Video doch hier Warum verlinken. Warum bist du denn so vorwurfsvoll von mir gegenüber? Lass uns das Video doch hier verlinken. Und Warum bist du denn so vorwurfsvoll von mir gegenüber? Weißt du was? Manchmal ist es so, ich habe gesehen, du hast mir heute nicht so intensiv in die Augen geguckt und das hat mich verletzt persönlich. Aber sag mir das doch einfach direkt. Du kannst das aber nicht vor der Kamera. Ich möchte nicht, dass die Leute. Du hast das jetzt auch gerade vor der Kamera. Ja, weil du mich tatsächlich jetzt on the spot gesetzt hast. Und ich habe mir gedacht, du hast mich on the spot gesetzt. Du beleidigst mich die ganze Zeit. Das ist nicht schön. Weißt du, was ich Gefühlen macht? Was ist mit meinen Gefühlen macht? Deine Gefühle sind mir sehr wichtig. Willst du mich heiraten? Ja. Cool. Tschüss!